Guten Tag, meine lieben Leute. Es ist die 20. Folge von Geheimtipp. Und was heißt das jetzt für uns? Naja, Geheimtipp kommt alle 2 Wochen raus. 20 Folgen, das heißt 40 Wochen lang Geheimtipp. Das heißt jetzt, Geheimtipp ist fast ein Jahr alt. Geil. Aber was bringen wir eigentlich heute? Ich meine, wären die geilen Games auf Dauer nicht langweilig? Könnt ihr mein Antlitz noch ertragen? Die Antwort ist ja, denn ihr habt ja nicht gerade sonderlich die Wahl, ich meine. Also Lebenszeit stehle ich euch mit dem Ganzen hier schon genug. Von daher fangen wir mit dem ersten geilen Game an. Und es heißt Flying. Flying gibt es seit dem November 2012. Also wenn man dem Wikipedia-Artikel trauen kann. Denn, naja, der ist auf Französisch und besonders lang ist der auch wieder nicht. Ich meine, Flying ist ohne jeu vidéo de plateforme et de réflexion sorti im November 2012. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das heißt, was ich mir denke, dass es heißt. Also, naja. Flying ist ein Jump'n'Run, in dem man so eine kleine Fliege oder Mücke oder Wurm mit Flügeln oder sowas ähnliches halt spielt. Es ist eigentlich so wie die Sonic-Reihe darauf ausgelegt, den Spieler möglichst schnell slidend durch die Level zu schicken und durch die ganzen Fehlschläge so oft wie möglich wiederholen zu lassen. Da ist halt nichts mit kurz einmal stehen bleiben und das nächste Hindernis analysieren, damit man es dann mit seiner Fingerfertigkeit umgehen kann. Zum Schluss kann man ja eigentlich nur sagen, dass das Spiel ein guter Ersatz für alte Sega-Klassiker ist. Und nein, mit der Grafik sieht das doch einfach nur, naja, niedlich aus. Editeur und Developer sind an Karma Play. Die haben eigentlich am Anfang nicht so viel mit Spielen zu tun gehabt, denn die waren vor einiger Zeit sogar noch Webdesigner. Und spielerisch hatten sie den Durchbruch mit ihrem MMO Dofus, also Döfus oder Dofus, irgendwas Französisches, das Dofus heißt. Als nächstes kommt die Abwechslung von der Langeweile. Die Erlösung in der Arbeit und eine Zeitverschwendung, die keine ist. Hier, meine Damen und Herren, Gamer, hier kommt Eats. Also, das muss leider gesagt werden. Eats sieht von der Grafik her nicht gerade prickelnd aus. Finde ich zumindest. Ich meine, Entschuldigung, Meinung. Der Bildschirm und das Setting sehen dadurch leicht überfüllt aus. Aber kommen wir zum Wesentlichen. Eats ist ein Puzzle-Game und ihr könnt den gleichnamigen Protagonisten nicht selbst steuern. Ziel ist es trotzdem, ihm zum Ziel, also den Ausgang des Levels, zu bringen. Das schafft ihr, indem ihr die Umgebung mit verschiedenen zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln wie diesen Walen hier verändert. In jedem Level sind natürlich andere und verschiedene viele solcher Dinge zur Verfügung gestellt. Eats ist ein Casual-Game, welches wieder ein bisschen Schwung in den tristen Tag voller Nichts bringt. Eats ist für Windows, Xbox 360 und OS X erschienen, und zwar in dieser chronologisch korrekten Reihenfolge, das Jahr 2006, 2007 und dann 2010. Naja, Mac-Nutzer kommen halt immer schnell an ihre Inhalte. Konzipiert, programmiert und veröffentlicht von einem kleinen Studio namens Clay Entertainment. Und die Typen haben's echt drauf, denn die kommen aus Vancouver. Normalerweise kommt an dieser Stelle jetzt ein sogenanntes Was geht denn da ab? Spiel. Aber wir haben uns dazu entschlossen, dieses Format aufzugeben und den Sendeplatz für etwas weitaus Sinnvolleres zu verwenden. Und zwar, wir haben einen Gast von der Literarischen Universität Bratislava, der mit uns Übersetzungsfehler von Goethes Faust ins Rumänische durchgeht und uns nachher sogar die Konjunktion althergebrachter litauischer Verben. Wo bin ich hier? Hey, wo bin ich? Lass uns ein Indie-Spiel spielen! Du hast die Menschen schon so lange mit deiner schieren Unkenntnis und einem kindischen Verhalten strapaziert! Jetzt ist es an der Zeit zu bezahlen! Auf dem Bildschirm läuft gleich Amnesia. Spiel es durch, ohne vor Angst zu schreien, und du bekommst diesen Schlüssel!
Warte, wenn du den Schlüssel hast, wie soll ich den dann finden? Ja, das ist Amnesia, a machine for pigs. Und es ist der pure Horror. Der pure Survival-Horror. So wie praktisch jedes Horrorspiel kann man es nur mögen, wenn man es erlebt. Vom Aufbau selbst macht Amnesia eigentlich viel richtig, denn es setzt nicht auf High-End-Grafik. Es wäre ja auch leicht überflüssig, wenn man ständig in der Dunkelheit umherirrt und dafür HD-Schatten nachblickt. Man folgt den Stimmen seiner Söhne durch dunkle Gänge und wird vom Ingenieur angewiesen, welcher telefonisch mit euch Kontakt aufnimmt. Aber ob man diesem Ingenieur auch trusten kann. Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Ach ja, fuck die Manpigs. Ihr seid der Besitzer einer Fabrik, genannt The Machine, welche eigentlich automatisch Weine schlachtet und zerteilt. Aber naja, die Manpigs sind, wie der Name vielleicht vermuten lässt, keine Männer, die sich wie Schweine benehmen, sondern frankenschweinische Mutanten aus Menschen und Schweinen. The Machine scheint ein Bewusstsein entwickelt zu haben. Und die Manpigs halten euch auf, sie zu zerstören. Ihr habt keine Waffen und könnt euch im Ernstfall eigentlich nur töten lassen oder fliehen. Und töten lassen ist wirklich keine Option, wenn man gewinnen will. Konfrontationen weicht ihr also durch geschicktes Schleichen aus. Die Entwickler der Chinese Room haben das Spiel 2013 veröffentlicht. Jo Leute, willkommen auf der Endcard! Fechte! Ja, wahrscheinlich ist das wieder ein Geheimtipp. Das war Geheimtipp 20 und deswegen heißt das, dass wir jetzt mit Geheimtipp 21 weitermachen. Okay, das letzte Video von Gamingfield findet ihr auf der Seite da oben. Die Playlist von Geheimtipp ist genau da unten. Und ja, was soll ich sagen? Viking oder Clip?